Gut, herzlich willkommen hier zum Thema Lightning Talk Agile Transformation. Ich habe zum Schweizerdeutsch für alle. Gut, passt. Ich habe euch versprochen, ich würde gerne drei Fragen beantworten. Nämlich, warum transformieren wir, was transformieren wir und wie transformieren wir. Seid ihr alle ja nicht Anfänger, ihr seid schon alle in diesem Thema zur Agilität schon länger unterwegs. Warum? Sagen wir, ist VUCA. Alle, die VUCA kennen, ist die Welt, wie sie heute funktioniert, mehrheitlich. Auf das müssen wir uns einstellen. Agilität ist wahrscheinlich eine der Antworten, auf das die Welt heute so ist. Also ist das der Grund, warum wir uns entsprechend bewegen und verändern in der Evolution, die immer da ist. Dann ist die Frage, ja, was transformieren wir? Aus unserer Sicht ist es das Verhalten der Menschen, das Mindset. Wir schaffen durch das eine Kultur. Schaffen. Es ist eine Kultur, die sich anpassungsfähig ist für die Zukunft, wo ein Unternehmen oder eine Organisation kann, die Herausforderungen, die in der Zukunft kommen und noch weitere, die werden entstehen, kann meistern. Wie machen wir das? Du hast ein paar Mal gehört, es ist ein iterativer Weg, es ist kein grosser Plan. Wir müssen die Herausforderungen nehmen, Step by Step und vorwärts gehen. Insbesondere, wenn wir über das Thema hier reden, das ist nicht mit einem Plan umsetzbar. Jetzt ein Kernstück aus dem Bier raus ist, wir sagen, gut, man muss irgendwo anfangen und es braucht irgendwo einen Nordstern, den man miteinander aufziehen kann. Für das haben wir das Canvas entwickelt. Das Canvas hat zum Zweck, eine Kommunikation zu fördern zwischen den verschiedenen Stakeholdern, interdisziplinär, die ich brauche. In diesen Transformationen, die wir reingeben, probieren wir ein interdisziplinäres Team aus Management, verschiedene Stufen, von der ganzen Unternehmung von links nach rechts gut aufzustellen und gehen dann eigentlich in gewisse Workshops rein, wo wir das erarbeiten. Die Workshops, das sind meistens dreitägige Workshops verteilt. Also sie ein Tag Workshop mit einer Pause, eine Woche später oder zwei geht es dann weiter, sodass man auch das, was man gemacht hat, verarbeiten kann. Und das Ziel ist, das hier mal in einem ersten Draft auszufüllen. Man erstellt eine Hypothese, für genau diese Sachen auch zu bearbeiten, für sich zu beantworten, warum wollen wir etwas transformieren. Was wollen wir transformieren, dass man jetzt um einen Konsens kommt und wie wollen wir es transformieren? Und wir gehen schnell hier durch die durch. Ihr habt alle so ein Blättchen hoffentlich in der Hand. Die, die kein Selfie haben, haben die, die es nicht können lesen können, keine Angst. Das Ding kommt noch digital auf der Swiss ICT-Seite, wird das aufgeschaltet. Dann könnt ihr es dann in ganz gross ausdrücken. Das wäre sonst das Blatt. Das Cheat-Sheet erklärt euch so grob, wie ihr mit so etwas mit dem könnt umgehen könnt. Es hat so verschiedene Faktoren drin. Wir starten mit der Dringlichkeit, obwohl das heute jetzt von Jason ist angeschaut wurde. Ja, er steht jetzt Purpose. Und was ist so gewesen? Das zweite voraus. Da kann man sich jetzt darüber streiten. Das Canvas ist eine Mischung aus dem Kotter-Ansatz wie aus dem Jason-Sieb-Ansatz. Das sind für uns so die wichtigen Punkte, die wir herausgekommen haben. Wir sagen aber no pain, no gain. Wenn wir den Druck nicht gross genug haben für eine Organisation, dann wird sie sich nicht verändern. Das kenne ich von mir selber, ihr von euch auch. Man steht halt ab und zu mal auf die Waage und weiss so, wenn das nicht irgendeine gewisse Schwelle überschreitet und es einem nicht genug wehtut, wird man sich nicht verändern. Schwieriger Punkt, also die Dringlichkeit zu erkennen, wo ist die echte Dringlichkeit. Mit dem ist unser erster Schritt. Der zweite Schritt, den wir machen, ist zu identifizieren, wer ist überhaupt betroffen. Bei diesen Betroffenen auch zu identifizieren, hat es auch ein Hilfsmittel hier drin, verschiedene Achsen, wo man kann sagen kann, ja, wer sind unsere Freunde, wer ist die, die uns sofort auf dieser Reise werden begleiten können, welche werden wir mitziehen können, wenn ein Gros mitkommt und welche sind schwierig. Und auch da drin ist wichtig herauszufinden, ja, wer ist das Team, von der Organisation von Leuten, die es braucht, damit das Ding überhaupt zu fliegen kommt. Es hat überall verschiedene, sagen wir mal, Keyplayers in der Organisation. Ohne die ist es extrem schwierig, überhaupt etwas zu bewegen.
folgt auf das, kommt es 3, das ist die Vision, wo wollen wir hin. Was ist das, was wir sehen als Nordstern, wo wir uns bewegen wollen. Die Vision muss so klar, muss auf der einen Seite so klar sein, aber muss natürlich auch die Dringlichkeit abholen, für das sie genug stark ist, dass wir uns können. Dazu kommen verschiedene Schlüsselfaktoren, die wir definieren und sagen, die müssen gegeben sein, für das es geben. Ein Zielzustand, haben wir das Beispiel, oder haben wir das Ding vom Jason übernommen, wo wir MVC nennen, also Minimal Viable Change. Wo wir sagen, was sind die grossen Stückchen oder die Sachen, die wir wollen erreichen wollen. Die sind da oben und andere, die nice to have wären. Es ist ein schönes Mittel, damit zu spielen, auch eine Organisation nicht zu überfordern, sondern halt hier nur wenige im MVC zu haben und vielleicht mehrere unten dran. Und sagen, wir erreichen mal zusammen jetzt mal interdisziplinäre Teams zu schaffen. Oder wir erreichen miteinander mal Verantwortung übernehmen in verschiedenen Bereichen. Und mehr nicht. Und dann können wir dann mit der Zeit auch mehr Sachen aufrutschen, wo wir sagen, die nehmen, kommen automatisch so in einen MVC-Zustand. Das 5. ist Kommunikation. Man muss sich überlegen, wie wollen wir kommunizieren. Im Change ist aus unserer Sicht wichtig, wir wollen nicht informieren, wir wollen einen bidirektionalen Weg aufbauen. Es gibt Mittel, die sich besser eignen und andere, die sich weniger eignen. Andere, die sehr aufwendig sind, und da haben wir Achsen drin. Und man muss für sich das Ideale herausfinden, was gibt es. Es gibt dort sicher kein richtiges. Risiko- und Erfolgsfaktoren, sie prägt jeden Veränderung, die man machen will, von verschiedenen Risiken, aber auch von Erfolgsfaktoren und die Frage, wie wir die messen können. Dort hat Jason seine Leading- und Leading-Indicators drin, wie können wir, sehen wir, dass etwas vorwärts geht und wie merken wir, wenn erfolgreich etwas ist, eintroffen. Gewinn und Commitment hängen zusammen. Wir werden Leute haben, die werden diesen Change vorantreiben und diesen Change wollen oder mit diesem Change können begeistern können. Die werden Commitments abgeben und sagen, ich gebe mehr als Person. Ich helfe dir, das voranzutreiben. Es kann aber auch sein, dass sie Geld hineingeben und sagen, ich unterstütze das Vorhaben, weil wir müssen etwas machen. Ich gebe Zeit, ich gebe Kollegen von mir, wie auch immer das die sind. Auf der anderen Seite ist immer, wenn jemand etwas gibt, will er immer etwas. Der Mensch ist so. Also was ist denn seine Erwartungshaltung von dem, was er hineingibt, was bekommt er dafür? Probieren wir transparent zu machen, dass das klar wird. Im 8. und im 9. kommt dann eigentlich die Daten. Ja, was machen wir jetzt konkret, für das das Ganze zu fliegen kommt? So, die erste Runde hier mal zu drehen, geht so im Schnitt einen guten Tag. Und dann folgt eigentlich dann das Nächste, das ist die Hypothesentesten. Da hat es hier auf dem Blatt hat's 3 verschiedene Hypothesen oder so Hypothesenpfade, die man überprüfen kann. Ein Pfad, der geht stark von hier, geht hier rüber und geht hier runter. So. Man überprüft mit diesen Hypothesen, die als Beispiel, wenn wir diese Dringlichkeiten haben, dann können wir mit diesen Zielzuständen die Dringlichkeiten lösen. Für das brauchen wir eine Vision, damit wir die Leute mobilisieren können. Ist die Vision genug stark, für dass wir die Dringlichkeit, also dass die Leute den Zielzustand erreichen wollen, um die Dringlichkeit zu lösen? Gut. Welche Risiken haben wir da auf dem Weg und welche Erfolgsfaktoren benötigen wir dazu? Das Interessante ist meistens, wenn wir das einmal macht ihr das am ersten Tag, am zweiten Tag gehen wir dann die Hypothesentests durch. Da verändert sich relativ viel, vor allem hier, weil man dann merkt, das Zeug verhält nicht. Mit dem, am Anfang haben wir so eine schöne, allgemeine, generelle Formulierungen. Und nachher wirkt man, ja gut, mit dem springt mir jetzt gar niemand auf den Karren und niemand kommt mit. Und das hilft einfach, über solche Sachen nachzudenken. Der zweite ist hier. Der läuft von hier nach hier nach hier nach hier. Also ich muss mir ja überlegen, mit den Betroffenen, die ich habe, da habe ich irgend so ein Winning Team, das ich muss brauchen muss, das mir helfen muss, mit den richtigen Daten, die Daten, die wir durchführen, die Sachen, die wir können, die Erfolge, die wir können feiern oder können machen, müssen wir ja richtig kommunizieren oder die richtigen Leute bringen, damit wir wieder etwas bewegen können.
für dass wir neue oder weitere Gewinne können auf unserer Reise, die wieder mithelfen, die nächsten Daten auszuführen, wir wieder darüber können reden. Das trägt sich entsprechend an. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich das. Ich brauche Commitments. Ein Commitment ist irgendwo eine Erwartungshaltung und die fließt zurück. Und auch die muss ich prüfen, funktionieren die. Das wäre es von meiner Seite, was ich erzählen wollte. Wenn es Fragen gibt, ich bin auch noch rum, oder wir haben jetzt noch 2 Minuten, glaube ich. Zudem hier findet ihr eigentlich auf der linken Seite ein paar Spickzettel zu den einzelnen Kästen, die ohne die verschiedenen Hypothesen, wenn ihr die könnt testen für euch. Und ein paar Insights hier drin, wenn ihr die Inhalte besser strukturiert. Das heißt, mit einem Masterworkshop? Nein, durchmischt. Klar, es kommt immer auf die Situation drauf an. Wir probieren eigentlich hier eben interdisziplinär auch von der Stufe her das zu machen. Leute aus dem C-Level, aber auch aus der weiter unteren Linie, aus dem Management bis aber zu den Mitarbeitenden. Aus der Erfahrung heraus bringt es, wenn wir das nur mit dem Management machen. Wobei wir haben auch so Fälle gehabt, wo sich, wenn sich das Management komplett nicht einig ist, ist es ein gutes Mittel, das Management zu alignieren. Dass sich mal die einfach mal einig sind. Aber man wiederholt das Ganze, sobald man mit den Mitarbeitern muss gehen, weil man mit den Mitarbeitern es hergibt und sagt, schau, ich habe einen fertigen Plan, der wird so nicht funktionieren. Weitere Fragen? Gut, dann wünsche ich euch viel Spass und hoffentlich hat euch das ein bisschen etwas inspiriert. Merci vielmals.